grüß euch, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir nämlich so richtig ein traumhaftes Sommerthema, Schmetterlinge. Schmetterlinge, alle wollen wir es haben und wir können es richtig gut unterstützen. Wir können es die Schmetterlinge auch zu euch in euren Garten einholen. Dann schauen wir zur Cosi und die macht uns aus so schönen Schwemmhölzern Rahmen für unsere Urlaubserinnerungen. Und nachher besuchen wir noch das Kraftwerk Diesbach im Pinzgau, weil du kannst auch bei so einem Standort durchaus wirklich was Wertvolles für die Natur machen. Ich würde sagen, bevor wir mit der Runde starten, erzähle ich ein bisschen, was wirklich wichtig ist für Schmetterlinge, weil dann kann man es eigentlich noch einmal effizienter unterstützen. Schmetterlinge sind ja faszinierende Lebewesen. Eigentlich sind es Insekten und die durchlaufen ja verschiedene Zyklen in ihrer Entwicklung. Fangen mit dem Ei an, aus dem Ei schlüpft dann unsere kleine, gefräßige Raupe nimmer satt. Dann irgendwann, wenn sie satt ist, verpuppt sie sich wie eine Puppe und dann schlussendlich schlüpft hoffentlich der fertige Schmetterling aus. Und während dieser Phasen brauchen sie immer ein bisschen verschiedene Sachen. Und das könnt ihr euch vielleicht am einfachsten vorstellen, so für den eigenen Garten bedeutet das, wir brauchen sogenannte Nektarpflanzen. Also das sind Pflanzen, Blühpflanzen, Blüten, wo Nektar gebildet wird. Da können die erwachsenen Schmetterlinge trinken, vereinfacht gesagt. Holen sie dort den Nektar. Das ist das, wo man es eigentlich findet, wo sie sich aufhalten. Und was aber mindestens genauso wichtig ist, das wären die Raupenfutterpflanzen. Das sozusagen die Raupen, also wo die Schmetterlinge die Eier drauflegen und die Raupen dann schlüpfen, dass diese Raupen was zum Fressen haben. Und da sind Schmetterlinge oft sehr, sehr spezifisch und heikel, wo sie diese Eier drauflegen. Und da könnt ihr es auch noch mal richtig gut unterstützen, indem ihr dann diese Pflanzen setzt. Die Pflanzen, die es da braucht, das sind eigentlich großteils unsere altbekannten heimischen Pflanzen. Die wollen die Schmetterlinge, weil mit denen haben sie sich ja klarerweise evolutionär gemeinsam entwickelt und da sind sie aufeinander abgestimmt und da können sie sich einfach dann auch am besten entwickeln oder Nahrung holen. Und eine so eine wirklich lässige heimische Pflanze ist der Rheinfarn. Erstens wird er relativ hoch, mag es warm, der Boden ist ihm ziemlich egal und das ist eine Pflanze, die kann beides. Also das ist sowohl eine Nektarpflanze, hat sehr einfach zugängliche, wunderschöne so Korbblüten sind das, wo sie gut landen können und sauen können. Und normalerweise, wenn ihr es ein paar Reinfahren im Garten habt, dann beobachtet dort Schmetterlinge. Anders ist fast nicht möglich. Zum Beispiel Bläulinge mögen den sehr gern. Also da ist so richtig ein Bläulings-Hotspot. Oder Dickkopffalter fliegen ganz gern drauf. Feuerfalter, also viel verschiedene. Aber es ist auch eine Raupenfutterpflanze. Und zwar eher ein bisschen für die Schmetterlingsgruppen, die von uns nicht so im Fokus sind, weil sie in der Nacht fliegen, für Nachtfalter. Die legen da die Eier drauf. Wenn man viel Glück hat, findet man hin und wieder eine Raupen. Aber sehr, sehr oft werden ja die Raupen auch, und das ist auch gut so, gefressen, nämlich von unseren lieben Vögeln. Die brauchen ja die Raupen ganz, ganz notwendig als Nahrungsgrundlage. Neben mir sind auch zwei ganz wertvolle heimische Pflanzen. Eine ist eine giftige Pflanze, kennen sicher einige. Das ist der gelbe Eisenhut oder der Wolfseisenhut. Den mögen sie auch nicht ungern. Da müsst ihr einmal am Abend schauen. Den mögen die Nachtfalter sehr gern. Die kommen dann und geben dann einen langen Rüssel rein und holen sich den Nektar aus. Das ist wirklich interessant zum Beobachten. Da hinten, was da so ein bisschen so kraxig ausschaut, aus der Wildnis, das ist auch eine interessante Pflanze, das ist eine sogenannte Waldwitwenblume. Es gibt ja eine Wiesenwitwenblume, Knauzien, das sind so ein Überbegriff für einige verschiedene Pflanzenarten, die es bei uns gibt. Und mit diesen Witwenblumen oder Knauzien, da habt ihr richtig einen Top-Schmetterlingsmagnet. Also der zirkt euch aus Nektarpflanze ganz viele verschiedene Arten an. Bei uns sind extrem gern die Ochsenaugen oben. Die Ochsenaugen sind ganz ist nicht das Auge von einem Ochse, sondern ist ein Schmetterling, kennen sicher einige von euch. Und der ist wirklich faszinierender, weil der benutzt diese Pflanzen da, also die Waldknauzie aus Nektarpflanze, der holt sich Nektar, aber seine Eier legt der lieber so ein bisschen unscheinbar im nahen Bodenbereich an alte oder abgestorbene Gräser und da entwickeln sich dann auch die Puppen. Und da gebe ich dann vielleicht noch ein paar Hinweise, was ihr im Garten machen könnt, damit ihr auch diese Puppen und Raupen möglichst nicht zerstört.
Die Nektarpflanzen, die findet ihr ja eigentlich leicht, weil ihr braucht nur schauen, wo sind die Schmetterlinge und wo sind sie mit ihren Rüssel. Viel schwieriger zu finden sind die Raupenfutterpflanzen, aber die sind wirklich enorm wichtig. Und eine unscheinbare Pflanze, die einen überhaupt nicht auffällt, die aber wirklich sehr, sehr prächtige Raupen, wenn ihr einen Klick habt, anlocken kann, ist die knotige Braunwurz. Eine heimische Pflanze am feuchten Wegesrand, oft so ein bisschen schattig, aber beim Wandern sieht man die ganz gern. Und die habe ich mir vor einer Zeit lang in den Garten gesetzt und hier sind schon sehr verräterische Spuren. Die ganze Braunwurz, wenn man sich die anschaut, ist anknappert. Gut, es können theoretisch Schnecken auch sein, aber die Raupen haben meistens so ein eigenes Fressmuster. Und dann lohnt es sich, wenn man ein bisschen schaut und mit ein bisschen Glück könnt ihr auf solchen Pflanzen schöne Raupen antreffen und dann wisst ihr, okay, das funktioniert. Da haben tatsächlich die Schmetterlinge die Eier draufgelegt und da entwickeln sich dann die Raupen. Übrigens sehr ähnliche Raupen wie auf der knotigen Braunwurz gibt es auch auf die Königskerzen. Das ist der Königskerzenmönch und da ist der Braunwurzmönch. Ein wunderbarer Schmetterling, aber noch viel schönere Raupen. So, jetzt darf ich sagen, jetzt nehme ich euch einmal mit ins Kraftwerk Diersbach in Pinzgau, weil dort könnt ihr beides finden. Das ist das Schöne dort. Also sowohl die Futterpflanzen für die Raupen als auch die genauso wichtigen Nektarpflanzen. Ja, wir sind da beim Kraftwerk Diersbach, also in Solfelden und Weißbach. Wir stehen da jetzt direkt am Damm vom Speichersee. Der wurde in den Anfang der 1960er Jahre errichtet und das ist ein Erddamm. Und auf diesem Erddamm, da wird eigentlich seit den 60er Jahren nicht gemäht, nicht bewirtschaftet. Wir schauen da einfach nur, dass kein zu großer, zu grober Bewuchs aufkommt, also keine Bäume da anwachsen. Und ansonsten kann sich da seit den 60er Jahren eigentlich die Natur austoben. Im Tal unten haben wir von 2017 bis 2019 die Anlage ausgebaut zum Pumpspeicherkraftwerk. Da haben wir unten einen kleinen See angelegt. Und rundherum um den See wurden überall so kleine Blumenwiesen angelegt. Da, wo die werden ganz extensiv bewirtschaftet, die werden nur einmal im Jahr gemäht, frühestens im September. Bis September hin passiert eben gar nichts. Da können richtig die ganzen Blumen, die Gräser, alles was da wächst, blühen und auch Absamen und die Bienen und Hummeln und Schmetterlinge und so, die sind da ganz dick drin. Das sieht man richtig, dass da viel Lebewesen, viel Insekten einfach drin sind. Ja, beim Kraftwerk Diersbach, was von der Salzburg AG betrieben wird, haben wir ein paar ganz ideale Bedingungen für so Schmetterlinge. Erstens einmal sind dort wirklich die Pflanzen, die dort daheim sind. Also die heimische Vielfalt hat sich dort eigentlich seit Jahrzehnten unverändert erhalten können. Aber was ganz wichtig ist, man glaubt ja oft, okay, einfach nichts da ist das Beste. Das stimmt eben nicht. Es ist schon wichtig, dass man was tut. Zum Beispiel diese einmalige Maat spät im Jahr, im September oder vielleicht auch noch im Oktober, wenn es möglich ist, ist wichtig, dass man diese Blumenwiesenvielfalt erhalten kann über Jahrzehnte. Früher haben wir so Magerrasen gehabt, weil da eine Beweidung stattgefunden hat. Das ist heute leider viel, viel seltener geworden. Auf die Almen habt ihr es noch zum Beispiel. Und so kann man Vielfalt wirklich wunderbar erhalten. Oder eben, dass von den Böschungen zeitweise die Gehölze entfernt werden, damit sie nicht zuwachsen. Weil wenn die wieder zuwachsen, dann verbuschen die. Das hat auch einen gewissen Wert. Aber diese Blumenvielfalt, die eben unsere Schmetterlinge brauchen, und das auch für die Futterpflanzen haben wollen, die verschwindet dann. Deswegen ist es immer ideal, wenn auch ein gewisses Maß an Pflege mit dazu gemacht wird. Ja, wir sind Betreiber von Wasserkraftwerken. Wasserkraftwerke sollen meiner Meinung nach auch im Einklang mit der Natur funktionieren. Da wird eben dann schon bei der Entstehung darauf geachtet, dass das Ganze ja optisch natürlich ansprechend ist. Und eben auch ökologisch da dann die Flächen, die jetzt nicht unbedingt so intensiv genutzt werden, an ökologischen Mehrwert halt dann auch noch mit sich bringen. In dem Zuspieler habe ich ein paar schöne Pflanzen gesehen, die wirklich auch gut sind für Schmetterlinge. Zum Beispiel der Wundklee, der ist mir besonders ins Auge gesprungen, weil der fällt dann nicht so auf. Das ist eine niedrige Pflanze, bliert gelb, hält extrem trocken aus und den mögen die Schmetterlinge sehr gern, vor allem die Bläulinge. Die stehen auf den Wundklee, einerseits aus Nektarpflanze
Aber eben gleichzeitig ist es eine sehr bedeutsame Raupenfutterpflanze. Einen gelben Ziest habe ich gesehen, einen Klappertopf, das ist auch eine sehr interessante Pflanze. Margeriten kann dort oder darf dort noch wachsen. Mögen sie auch sehr gerne, die Schmetterlinge können super landen und den Nektar saugen. Und zu guter Letzt, ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, da braucht man einen Botaniker, es könnte eine verschiedenblättrige Kratzdistel gewesen sein. Ist aber eigentlich egal, welche Disteln, weil Disteln sind immer wirklich ein Traum. Also mit Disteln, wenn ihr Disteln im Garten stehen lasst, probiert das einmal. Vielleicht habt ihr irgendwo eine Distel, wo ihr euch zuerst denkt habt, ah, die tue ich weg, eine Distel, weil die sticht, lasst sie stehen. Vielleicht ist es eh bei irgendeiner Hittenzwiebel, wo es euch nicht stört, oder hinter irgendeinem Haus aus dem Schoder, wo es rauswächst, lasst sie stehen. Das ist eine absolute Top-Nektarpflanze für ganz viele verschiedene Schmetterlinge. Ich würde es sogar vergleichen mit dem Schmetterlingsstrauch, den kennt ihr sicher alle. Und das machen unsere heimischen Pflanzen auch, nur wir müssen es halt stehen lassen. Dann kommen die Schmetterlinge. Diersbach war cool, da tut sich was, so kann man es machen. Ihr könnt es im eigenen Garten auch viel machen. Do's und Don'ts sind da oft ganz geschickt. Was waren so Do's? Ja, setzt euch bitte eben diese Nektarpflanzen und die Raupenfutterpflanzen. Oder schaut, dass die einfach da sind. Oder seid ihr Blumenwiesen, ist auch wirklich eine super Geschichte. Diese Vielfalt macht es aus, dann könnt ihr viele verschiedene Schmetterlinge unterstützen. Und seid bitte nicht zu genau, wir sind ja immer so übergenau. Wir wollen alles ganz genau gemacht haben. Überlegt einfach ein bisschen für euch selber, okay, ich habe einen Garten, was könnte ich hergeben an Fläche? Wo muss ich nicht unbedingt alle gemacht haben? Und wo los ist vielleicht durchaus ein bisschen wüder. Und entweder darfst du dort einfach seltener machen, zum Beispiel 2-3-4 Mal im Jahr, ist das schon gut, weil, es müsst ihr euch ja vorstellen, viele von den Schmetterlingen legen die Eier auf die Pflanzen ab, dann entwickeln sie die Raupen und dann werden Puppen. Und das machen sie ganz gern, zum Beispiel, ich stehe da in der Mitte von lauter Gräser, das machen sie auch sehr gern an Gräsern und oft auch eher im unteren Bereich. Und wenn sie es jetzt alle drüber macht, dann vernichtet es natürlich sowohl die Eier, als auch die Raupen, als auch die Puppen. Also das war ein wichtiges Thema und vielleicht ringt es euch auch an der einen oder anderen Stelle irgendwo durch, dass sagt, da lässt es richtig wild sein, da mache ich es überhaupt nur im Herbst oder es lässt sich sogar über den Winter stehen. Das ist wieder für manche Orten ganz interessant, weil manche dieser Puppen an den Pflanzen, die überwintern auf der Pflanze. Und wenn es die wegmatzt, dann ist natürlich auch die Puppen weg. Also da kann man viel eigentlich machen und das könnt ihr trotzdem von mir aus einen schönen gepflegten Rasen haben. Aber auch da überlegt nicht ganz zu oft machen. Da sind einfach die Zyklen ein bisschen auseinander. Das stört ja kein Mensch, wenn das einmal ein bisschen höher wird. Und wenn es wieder da ein bisschen blühende Pflanzen drinnen habt, da freuen sich die Schmetterlinge, weil dann haben sie wieder Nektarpflanzen. Natürlich gibt es ein paar Sachen, wo es wirklich ganz gut war, wenn man es nicht tut. Zum Beispiel Gifte. Das war eigentlich eh selbstverständlich. Nehmt einfach überhaupt keine Gifte her im Garten. Auch wenn man sich vielleicht oft einredet, das muss jetzt sein, wegen Obst oder was weiß ich. Es gibt genügend Alternativen, die nicht giftig sind. Und Gifte, vor allem jetzt außerhalb von unserem Garten, sind sicher eins der Hauptthemen, wieso unsere Insekten, aber auch die Schmetterlinge so ein Problem haben. Wir nehmen es einfach viel zu viel her. In großen Mengen kann ich im eigenen Garten ja nicht machen. Was auch ein Thema ist, was viele vielleicht nicht bedenken, Licht. Die Lichtverschmutzung, auch im eigenen Garten vielleicht, wenn man überall Laternen hat, wenn man in der Nacht den Garten oder irgendwelche Streicher stylisch anscheint. Ist vielleicht super für den eigenen Blick kurz einmal, aber meistens schlafst du eh, also bringt da eh nichts. Und ganz viele unserer Insekten und speziell die Nachtfalter, die stört es in der Entwicklung. Entweder werden die ganze Zeit angelockt und fliegen sie sprichwörtlich zu Tode. Ich meine, hier und da freut sich wenigstens die Fledermaus, weil da kann sie es sehr einfach einsammeln bei diesen Lichtspots. Also es stört einfach die Entwicklung unserer Insekten. Schaut, dass es im Garten wirklich auf die Nacht finster Satz und es wird sehen, es macht dann auch schöne Beobachtungen. Und was auch noch ein wichtiges Thema ist, hängt ein bisschen mit diesem Mähen zusammen von unseren Wiesen oder Rosenflächen, nehmt bitte auf keinen Fall Mulch mehr. Also alles, was sozusagen die Pflanzen zertrümmert und zerschlägelt und klein zusammenhaut, ist natürlich schlecht auch wieder für alle Schmetterlingseier, Schmetterlingsraupen, Schmetterlingspuppen, weil die werden zertrümmert und zusammengehaut. Also mäht eher klassisch mit der Sensen, wenn es geht, oder mit einem Balkenmäher, da macht es nichts falsch. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dass das Heu, was dann rauskommt, zuerst irgendwo ein bisschen zwischenlagern, weil oft können dann diese Raupen da wieder rauskreuen und leben halt dann woanders weiter.
Aber ich würde sagen, jetzt gönnen wir uns ein bisschen eine schöne ästhetische Abwechslung und die Cosi macht uns einen wirklich hochästhetischen Rahmen aus Schwemmholz. Es kennt sowas auch selber einmal, wenn man die Augen ein bisschen offen hat, vielleicht einmal beim Spazieren, liegen ein paar so alte Hölzer um und um. Aber vielleicht einfach ein bitte, dass es nicht übertreiben. Einfach ein bisschen was nehmen und die Natur nicht ausbeuten, allweg nur klingen lassen. Und Cosi hat ihr Schwemmholz beim letzten Urlaub am Strand gesammelt. Aber nicht nur das, auch viele tolle Familienschnappschüsse. Und die wollen nun richtig in Szene gesetzt werden. Cosi misst die Größe der Fotos ab und schneidet die Schwemmholzstücke zurecht. Dann geht's ab in die Werkstatt, wo die Stöcke zu Bilderrahmen zusammengetackert und genagelt werden. Für den Hintergrund der Bilder wählt Cosi Postkarten, die sie auf der Rückseite mit Kreidefarbe bemalt. Nun werden noch die Ecken der Bilderrahmen mit Juteband umwickelt. Das sieht einfach schöner aus. Und nun die Urlaubsfotos auf die Bilder kleben und am Rahmen befestigen. Natürlich verziert Cosi einige Rahmen noch mit Pflanzen aus dem eigenen Garten. Nachdem man Fotos nicht nur dekorativ aufs Regal stellen kann, sondern sie sich auch gut an der Wand machen, zeigt Cosi eine weitere Variante. Und so kann man dann auch im Herbst und Winter noch im Urlaubsfeeling schwelgen. Aber an den Winter wollen wir jetzt noch nicht denken. Es geht für uns zurück in den Garten von Markus und zu seinen Schmetterlingen. Da haben wir schon ein schönes Beispiel. Da wird natürlich nicht gemäht bis in den Herbst rein. Man sollte da auch nicht dauernd durchgehen. Ich mache jetzt einmal eine Ausnahme und gehe da durch. Da haben wir einen Riesenfleck von der bunten Kronwicke. Und nebenbei, oben zu und dahinter bei ist der wüde Toast. Beide sind absolute Top-Magnete für unsere Schmetterlinge. Und zwar einerseits, der Toast ist eine hervorragende Lockpflanze. Das ist fast, möchte ich sagen, wie ein schwarzes Loch für Schmetterlinge. Das zieht euch richtig an und da könnt ihr beobachten, ganz viele verschiedene Schmetterlinge fliegen zum Toast und ernähren sich vom Nektar. Aber sie nutzen ihn auch wiederum als Raupen
Futterpflanze. Ein paar eher so seltene Varianten kann man auf dem Toast finden, mit viel Glück. Und eine spezielle Form ist eben da direkt neben mir diese bunte Kronwicke. Die kann sich manchmal ziemlich wild ausbreiten. Lasst sie es einfach stehen und wachsen, weil da entwickelt sich einer unserer absolut schönsten Schmetterlinge, die Witterchen. Vielleicht kennt ihr die. Schauen aus wie so wunderschön gemalte mit so rote Punkte oben auf die Flügel. Also ganz ein eigener Schmetterling. Jeder, der ihn gesehen hat, der merkt sich den. Und die legen sehr gerne auf diese bunten Kronwicken die Eier. Und da war es auch wieder gut, wenn ihr eher einen Platz habt, wo es ein bisschen mager ist. Also nicht so wie in einem Beet mit Kompost überdüngen, sondern halt es eher mager. Das haben sie am allerliebsten. Und jetzt schaue ich noch, wenn wir viel Glück haben, vielleicht finden wir sogar die Raupen vom Zitronenfalter. Der Zitronenfalter ist ein super Beispiel, wie kompliziert oft Schmetterlinge in ihrer Entwicklung sind oder was sie es brauchen. Weil der Zitronenfalter ist sehr, sehr spezifisch. Er legt am allerliebsten, er macht manchmal Ausnahme, wenn keine da sind, seine Eier auf den Faulbaum. Das ist der Faulbaum. Das ist eine total unscheinbare Pflanze. Und 90% legt der tatsächlich seine Eier auf den Faulbaum. Man kann den super beobachten. Im Frühling tanzen die Weibchen sehr gern um die Faulbäume. Dann fliegen sie zu und dann legen sie die Eier drauf. Und wenn wir ein bisschen ein Glück haben, aber bei uns sind halt die Meisen auch so wiff, die wissen das genau, wo sie die Raupen finden. Und das könnt ihr auch beobachten im eigenen Garten, wenn ihr die Futterpflanzen habt. Die werden ständig abgesucht von den Vögeln. Aber das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass auch die Vögel was haben. Und diese Raupen entwickeln sich eben am Faulbaum und fressen die Blätter. Und dann braucht man nur ein bisschen schauen, sind wo Fraßstellen. Und dann müsst ihr sehr genau schauen, weil die Raupen, die hat die Eigenart, die setzt sich bei den Blättern, wo es frisst, am Tag in so einer Ruheposition alle ganz genau in die Mitte. Also ist bestens getarnt und man sieht es wirklich fast nicht. Und auch die Puppen, die hängen so zu, wenn du es nicht weißt, du siehst es nicht. Und da schlupfen dann eben diese Zitronenfalter aus. Und das wisst ihr, glaube ich, eh alle, weil die Zitronenfalter, die beobachten wir ja so gern nach dem Winter. So einer der allerersten Schmetterlinge, weil der überwintert. Und vielleicht auch im eigenen Garten völlig ungeschützt auf irgendeinen Strauch oder zum Teil setzt er sich nur ins Gras, der lässt sich einschneiden, wird einer der ältesten heimischen Schmetterlinge, also als Erwachsener, den wir haben, kann über ein Jahr alt werden. Und der braucht dann, wenn er natürlich aufwacht, im Frühling ganz, ganz dringend genau die Nektarpflanzen, damit er sie wieder vollpumpen kann mit Nektar und Energie kriegt, zum Beispiel Palmkatzel. Das war so was ganz was Wichtiges, einfach muss den ersten Nektar holen. Es hat euch Spaß gemacht und was mich natürlich noch mehr gefreut hat, wenn ich euch ein bisschen inspirieren habe können, dass ihr anfangt für die Schmetterlinge was zu machen oder einfach die Gärten dahingehend umgestaltet, dass sich die Schmetterlinge auch wohlfühlen. Es ist ein Riesenthema, wir haben wirklich nur so ein bisschen einen Einblick geben können. Also ich wünsche euch noch einen schönen Sommer und möglichst viele Schmetterlinge auch bei euch daheim. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal.